Schon ein ganzes Jahrzehnt lang begleiten uns das MCU und seine Filme, Serien, One-Shots und Web-Episoden. Das ist eine verdammt lange Zeit und ein Ende ist nicht in Sicht. Stattdessen können wir bis mindestens ins Jahr 2024 mit neuen Filmen und Serien rechnen und was danach kommt, steht in den Sternen. Ein Ende wird es aber auch dann sicher noch nicht geben. Mit 20 Filmen und dutzenden Serien, die alle ihre eigene Zeitlinie aufweisen, ist es gar nicht so einfach, jeden Film an die richtige Stelle in der Timeline zu setzen. Natürlich kannst du dir einfach alle Filme und Serien in der Reihenfolge ansehen, in der sie veröffentlicht wurden, aber für Continuity-Fans ist das keine Lösung. Um die manchmal durchaus komplexen Zusammenhänge des MCU perfekt zu verstehen und um es auch Neueinsteigern leichter zu machen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Filme nicht in der Veröffentlichungsreihenfolge, sondern innerhalb der MCU-Chronologie anzusehen. Ich zeige euch heute die definitive chronologische Reihenfolge aller Serien und Filme, damit ihr den optimalen Überblick habt und euch das MCU genüsslich und mit dem richtigen Timing reinziehen könnt. Mein Name ist Marc, willkommen im Comicladen und zu Onscreen, dem Comic-Filmformat mit Format. Das MCU begann zwar offiziell 2008 mit dem ersten Iron Man Film und der absoluten Top-Besetzung von Robert Downey Jr. als Tony Stark. In der MCU-Continuity ist der erste Film aber Captain America, The First Avenger. Nicht nur war Steve Rogers der erste Superheld, wenngleich in den Comics nicht wirklich der erste Avenger, sondern wer mit diesem Film anfängt, versteht später auch besser, wer eigentlich Nick Fury ist und was genau S.H.I.E.L.D. so treibt. An diese Stelle gehört dann jetzt das One-Shot Agent Carter und danach setzt die erste Staffel der ganzen Serie Marvels Agent Carter ein, gefolgt von der zweiten Staffel der gleichen Serie. Und erst jetzt kommen wir zu Iron Man, der es wie kaum ein anderer MCU-Film geschafft hat, die Gratwanderung zwischen Originaltreue und eigenständigen Elementen hinzubekommen. Weiter geht es mit dem Incredible Hulk, damals noch mit Edward Norton in der Rolle des Bruce Banner, mit dem ich, obwohl Norton ein gigantisch guter Schauspieler ist, nie so wirklich warm geworden bin. Als nächstes steht dann Iron Man 2 an und an dessen Ende ist dann das Marvel One-Shot The Consultant anzusiedeln, aufgrund dessen viele Fans auch Iron Man 2 vor den Incredible Hulk setzen wollen. Die Story wurde aber viel später gedreht und sollte einfach nur die Hintergrundstory auffüllen. Auf The Consultant folgt dann das One-Shot A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer, also eine lustige Sache geschah auf dem Weg zu Thor's Hammer, der ganz kurz vor dem ersten Thor-Film spielt. Mit dem Hulk, Captain America, Thor und Iron Man haben wir nun die Keyplayer für den ersten großen Ensemble-Film zusammen, nämlich Joss Whedons Avengers, der gleichzeitig auch den Abschluss von Marvels Phase 1 darstellt. Wir könnten darüber streiten, ob das nachfolgende One-Shot Item 47, also Gegenstand 47, noch zu Phase 1 gehört oder schon den inoffiziellen Startschuss in Phase 2 darstellt. Sicher ist aber, dass Iron Man 3 der nächste offizielle MCU-Film ist, gefolgt vom vorerst letzten und brüllt komischen One-Shot All Hail the King. I'm not your meat puppet. Oh, very well. And you'll never see me coming. Das spielt ungefähr 2 Jahre nach Iron Man 3 und zeigt uns, dass der Schauspieler Trevor keineswegs der echte Mandarin war, sowie dass eben jener Mandarin so gar nicht begeistert davon ist, wie sein Name verwendet wird. Die nächste Position in der MCU-Continuity geht an Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 1, Folge 1 bis 7. Und erst nach Thor: The Dark World geht es dann mit den Folgen 8 bis 15 weiter, ehe wir den bisher vielleicht besten MCU-Film auf der Liste haben, nämlich Captain America: Winter Soldier. Und danach wird dann die Sache mit den Folgen 16 bis 22 von Agents of S.H.I.E.L.D. rund gemacht. Genau genommen spielen der Winter Soldier und Folge 16 von Agents of S.H.I.E.L.D. parallel, aber ich würde den Winter Soldier zuerst ansehen. Spacek wird es dann mit den Guardians of the Galaxy. Nach der fröhlichen Truppe wird es nochmal bodenständig mit Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 2, Folgen 1 bis 19, die danach eine ganze Weile auf die Vollendung der Staffel warten müssen. Denn erstmal brausen dann die Guardians of the Galaxy mit dem zweiten Film vorbei, der nur 3 Monate nach dem ersten Teil spielt. Und dann wird's erstmal Netflixig. Denn an dieser Stelle in der Timeline lernen wir Matt Murdock alias Daredevil kennen, bevor Phase 2 des MCU mit Age of Ultron abgeschlossen wird und dann endlich die nächste Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. mit den Folgen 20 bis 22 beendet wird. Die 5 Webisode-Folgen von WHIH Newsfront mit Christine Everhart spielen direkt vor Ant-Man, der wiederum vor der ersten Staffel von Jessica Jones spielt und vor den ersten 10 Folgen der dritten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. Wieso wieder nur 10 Folgen? Weil Daredevil Season 2 hier noch dazwischen funkt.
Danach dürfen die Agenten dann nochmal für die Folgen 11 bis 19 ran, dann nochmal Christine Everhart mit den Episoden 6 bis 10 von WHIH Newsfront, ehe der Krieg der Superhelden in Avengers 2.5 ausbricht, besser bekannt als Captain America Civil War. Die Agents of S.H.I.E.L.D. schließen dann die dritte Staffel mit den Folgen 20 bis 22 ab. Als nächstes geht es auf nach Wakanda, juhu, mit dem Black Panther, der chronologisch kurz vor der ersten Staffel von Luke Cage spielt. Und dann geht es in das ferne Kamar-Taj mit Dr. Stephen Strange. Aufmerksame Fans sagen hier gerne, dass Dr. Strange vor den Winter Soldier spielen sollte, weil eine Szene mit Jasper Sitwell eine Andeutung bezüglich Dr. Strange macht. Hier ist aber eher davon auszugehen, dass der Algorithmus, den S.H.I.E.L.D. benutzt, schlicht im Lauf der Zeit recht behalten hat und nicht davon, dass Strange zu diesem Zeitpunkt schon als Zauberer aus Kamar-Taj zurückgekehrt ist. Die Webisodes von Agents of S.H.I.E.L.D. Slingshot läuten mit 6 kurzen Folgen die vierte Staffel der S.H.I.E.L.D.ianer ein, die wieder einmal nur die Folgen 1 bis 15 ungestört abhandeln dürfen. Nach Folge 15 kracht nämlich die Iron Fist rein, der uns in jeder Folge wissen lässt, wer er ist. I am the Iron Fist. I'm the Iron Fist. I am the Iron Fist. I am the Iron Fist. I'm the Iron Fist. And I'm the Iron Fist. I'm the Immortal Iron Fist. You what? Wie gut, denn ich hätt's sonst wahrscheinlich vergessen. Mit nur einer Unterbrechung dieses Mal beenden die Agenten dann ihre vierte Staffel und danach schwingt sich Spider-Man in seinem Homecoming über den Big Screen. Die Defenders vereinen sich direkt danach, leider noch immer abseits der Kinoleinwand. Schade. Marvels bisher größter Flop eiert dann in Form der schon in den Comics nicht wirklich coolen Inhumans durch, ehe sich Chris Hemsworth und Mark Ruffalo dann durch Thor Ragnarok blödeln, der hierzulande mit Thor Tag der Entscheidung betitelt wurde, wieso auch immer. Ein bisschen, nur ein kleines bisschen ernster geht es dann mit Frank Castle aka dem Punisher zur Sache, ehe sich rein zeitlich Ant-Man und The Wasp an dieser Stelle einreihen. Wieso der Film genau hier hingehört, möchte ich aus Spoilergründen noch nicht offenlegen, aber wer den Film gesehen hat und auch nach dem Abspann brav sitzen geblieben ist, der weiß Bescheid. Die Runaways eröffnen ihre erste Staffel chronologisch gesehen im Grunde zeitgleich mit Ant-Man und The Wasp, aber definitiv vor Staffel 5 von Agents of S.H.I.E.L.D. und der zweiten leider mega langweiligen Staffel von Jessica Jones. Schade, denn sie hatte bis dahin die vielleicht beste Netflix-Serie zu bieten. Der gigantische Fanservice-Blockbuster Avengers Infinity War gibt dann den Startschuss für das langsam herannahende Ende von Phase 3, wenngleich diese natürlich erst mit dem zweiten Teil des Avengers-Spektakels rund um den fiesen Thanos und seinen Infinity Gauntlet abgeschlossen sein wird. Vorher bekommen wir aber noch die auch eher mäßigen Cloak und Dagger. Die laufen natürlich schon, spielen aber in der Zeitlinie nach dem Actionfeuerwerk der Russo-Brüder, ebenso wie die angekündigte dritte Staffel von Daredevil, die nach bisherigen Informationen sogar vor der bereits erschienenen zweiten Season Luke Cage spielen soll, der dann wiederum vor der zweiten Staffel von Iron Fist dran ist. Mal sehen, ob Danny Rand uns diesmal zutraut, dass wir uns seinen Namen gemerkt haben. Ganz sicher gemerkt haben wir uns aber den Namen von Carol Danvers, besser bekannt als Captain Marvel, die es dann in Avengers 4 richten und den wahnsinnigen Titanen besiegen soll. Ob ihr Solo-Auftritt an dieser Stelle stehen bleiben wird oder ob er aufgrund seiner Flashbacks in die 90er Jahre nach Captain America The First Avenger sortiert werden muss, lässt sich erst sagen, wenn wir alle den Film gesehen haben. Nach dem zweiten Teil des Infinity War, der in der Timeline dann folgt, ist die Phase 3 des MCU-Geschichte. Die neuen Phasen werden dann nicht mehr Phasen heißen, aber trotzdem wird nur wenige Minuten nach der Handlung von Avengers 4 Spider-Man Far From Home einsetzen, der vermutlich nahezu parallel zu Guardians of the Galaxy 3 spielen wird. Was aus dem allerdings wird und wann wir den zu sehen bekommen, dürfte nach dem Rauswurf von James Gunn und dem Verwurf seines Drehbuchs aber erstmal fraglich bleiben. Der angepeilte Termin für 2020 wird allerdings zunehmend unwahrscheinlicher. Alles nach Guardians of the Galaxy 3 bleibt dann pure Spekulation. Es sind noch einige Filme geplant, zum Beispiel auch das Black Panther Sequel, aber dazu schaut ihr euch besser mein Video zu den MCU-Plänen bis 2024 an, ich hab's euch rechts oben nochmal verlinkt. So, das war dann auch schon die komplette chronologisch korrekte Reihenfolge aller MCU-Serien, Filme, One-Shots und Webisodes. Und ihr habt jetzt den absoluten Plan, um euch alles nochmal in aller Ruhe reinzuziehen, bevor die nächsten MCU-Filme auf uns zukommen und die Timeline mit viel Spaß an der Sache wieder völlig zerschießen werden. Am Ende von Phase 4, oder wie auch immer die Phasen dann heißen werden, updaten wir die Chronik dann auf jeden Fall, aber bis dahin ist dieses Video euer Weg in die echte Marvel Cinematic Universe Continuity. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welcher Film oder welche Serie euch bisher am meisten umgehauen hat und worauf ihr euch in der Zukunft des MCU am meisten freut. Falls ihr einen Fehler gefunden habt oder sonst etwas Schönes beizusteuern habt, haut es mir einfach direkt in die Kommentare.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre ein Däumchen nach oben Nick Fury tastisch und ein Abo macht nicht nur klug und sexy, sondern sorgt gemeinsam mit einem Klick auf die kleine Glocke dafür, dass ihr keine weiteren MCU- und Comic-Videos mehr verpasst. Wenn ihr den Comicladen unterstützen wollt, dann könnt ihr das über den Amazon Affiliate Link in der Beschreibung tun. Einfach als Bookmark setzen, wenn ihr bei Amazon einkauft, dann kostet euch das keinen Cent mehr, aber ich bekomme im Gönnungsfall eine kleine Provision und kann euch somit noch bessere und noch mehr Videos präsentieren. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.